Grüß Gott und herzlich willkommen bei Lohmann Direkt. Ich habe einen interessanten Gesprächspartner. Er ist orthodoxer Christ. Er ist seit wenigen Tagen Lehrstuhlinhaber für systematische Theologie an der Ausbildungseinrichtung für orthodoxe Theologie an der Ludwig-Maximilian-Universität in München. Es ist Professor Dr. Stephanos Athanasiou. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind, Herr Professor. Ja, herzlichen Dank für die Einladung hier im Studio Godesberg und ich freue mich schon sehr auf unser Gespräch. Ich freue mich auch. Wir kennen uns aus dem neuen Schülerkreis von Papst Benedikt, Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Sind uns da schon etliche Male begegnet und sind beide von ihm geprägt, kann man sagen. Was fasziniert einen orthodoxen Theologen am katholischen Josef Ratzinger, Papst Benedikt? Ja, man muss sagen, wenn man Josef Ratzinger studiert und noch mehr, wenn man ihn erlebt hat, muss ich sagen, wird es klar, dass vor allem zwischen der orthodoxen Theologie und der römisch-katholischen Theologie, so wie sie Josef Ratzinger gelehrt und gelebt hat, doch viele Brücken bestehen, die man vorher gar nicht so geglaubt hat. Also vor allem würde ich sagen, seine Liebe hin zu den Kirchenvätern, und man sieht es ja auch in seinen Werken, wie oft er sich auch an die kirchenväterliche Tradition hält und die Kirchenväter zitiert, ist natürlich ein Merkmal, das vor allem auch in der orthodoxen Theologie vorherrschend ist. Das heißt also, dass Josef Ratzinger ein wahrer Pontifex war zwischen dem Osten und dem Westen und sein Pontifikat hat in der Theologie vor allem, aber auch durch viele Gesten, die er in dieser Zeit gemacht hat, doch dieses Zusammenkommen zwischen Ost und West nochmal sehr tief geprägt. Welche Gesten sind da in Erinnerung? Und eine der größten Gesten im positiven Sinne, muss man sagen, ist natürlich, dass Josef Ratzinger einer seiner anfänglichen Besuche in seinem Pontifikal dem ökumenischen Patriarchat in Konstantinopel gemacht hat. Also ich werde mich immer wieder gern daran erinnern, beziehungsweise erinnere mich gern immer wieder dran, wie der damalige neu gewählte Papst paar Monate nach seiner Wahl Konstantinopel besucht hat und dass er dann in dem am Patriarchalbalkon oben, beziehungsweise auf dem Patriarchalbalkon oben zusammen mit dem ökumenischen Patriarchen Bartholomäus dann zusammen geeint die Hand hochgehalten haben als Zeichen doch der Einheit zwischen Ost und West, was ich damals, muss ich aber auch sagen, sehr schade fand, dass die Medien, obwohl, wir wissen es alle, Josef Ratzinger dieser Besuch in der Türkei eben vor allem getan hat, um den ökumenischen Patriarchen zu besuchen, die Pointierung damals eher doch auf den Besuch Josef Ratzinger in einer Moschee von den Medien viel, viel mehr aufgepusht worden ist, als der eigentliche Grund, den der Papst damals hatte. Der eigentliche Grund war deutlich zu machen, dass es zwischen orthodoxer Kirche, orthodoxen Christen und katholischen Christen eigentlich eine ganz große Menge der Übereinstimmung gibt und gab. Wir haben schon, oder Sie haben es angedeutet, es gab ja 1000 Jahre lang eine Kirche nur. Und dann kam es zum Bruch gewissermaßen. Ja, ich würde sogar das Datum nicht nur in den ersten 1000 Jahren einsetzen. Also in vielen Köpfen und eventuell auch in vielen Lehrbüchern werden Sie immer wieder das Jahr 1054 als das Datum des Bruches zwischen Ost und West lesen. Ich bin der Meinung, das stimmt gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Trennung zwischen Ost und West ist eine Trennung, die Jahrhunderte gedauert hat. Also sie ist nicht auf ein Datum festzulegen. Es ist etwas, was von der Mentalität her eventuell schon im 6., 7. Jahrhundert langsam angefangen hat. Vor allem auch dadurch, dass die Sprache sich langsam verändert hat. Also dass man im Westreich, obwohl man noch sehr lange, wenigstens liturgisch in Rom, Griechisch gesprochen hatte und im Ostreich, vor allem in der juristischen Sphäre, das Latein benutzt hatte. Dadurch, dass im Osten immer mehr das Griechische überall präsenter wurde und im Westen dann das Latein, gab es langsam auch einen Mentalitätsunterschied zwischen den zwei Hälften des Reiches. Die hat sehr lange angedauert und man muss wirklich sagen, dass die absolute Trennung, wenn man das sieht, also auf Papier gefasst, sehr, sehr viel später war. Nämlich erst im 18. Jahrhundert, also wirklich sehr, sehr viel später, wo
das damalige Dekasterium für den Glauben oder die Glaubenskongregation, wie man dann später gesagt hat, festgestellt hat, dass es keine Kommunionsgemeinschaft zwischen Ost und West geben darf. Das war eine Reaktion, muss man sagen, vor allem was den Protestantismus angeht, weil man musste sagen, wie geht man mit dem Protestantismus um? Und dann kam natürlich auch die Frage auf, was ist eigentlich mit den Christen im Osten? Und dann gab es leider damals diese Entscheidung und ein paar Jahre später als Gegenreaktion hat dann der Osten gesagt, ja gut, wir erkennen die Taufe des Westens nicht mehr an und dadurch auch eine Kommunionsgemeinschaft. Also man sieht, man kann nicht einfach nur sagen, das ist das Jahr 1054, sondern es ist eine Prozedur vom, wie gesagt, 6., 7. Jahrhundert bis hin zum 18. Jahrhundert. Bleiben wir mal bei der Eucharistie. Ja. Im katholischen Glauben geht man davon aus, es ist nach der Wandlung in der heiligsten Eucharistiefeier Christus selbst, der real präsent ist, wie die Katholiken sagen. Also er ist wirklich gegenwärtig da. Mhm. Bei den Protestanten ist es eher ein Erinnerungsmahl. Mhm. Da gibt es so viele verschiedene Strömungen. Da gibt es auch Strömungen, die natürlich sagen, in dem Moment ist er wirklich da, aber im Grunde genommen eigentlich eher ein Erinnerungsmahl. Da gibt es verschiedene Vorstellungen. Wie ist die Vorstellung in der Orthodoxie? Mhm. Der Glaube? Eigentlich gar nicht unterschiedlich. Also in der katholischen Kirche, also auch in der Orthodoxie wird an die Realpräsenz geglaubt, also dass es wahrhaftig der Leib und das Blut unseres Herrn Jesus Christus ist. Der einzigste Unterschied ist die Zugangsweise, wenn man das so sagen kann. Also in der katholischen Kirche, beziehungsweise im Westen, hat man ja versucht, sehr logisch, würde ich sagen, an die gesamte Sache und Materie ranzugehen und hat die Transsubstantiationslehre propagiert, wo man versucht hat, genau zu erklären, wie, was, wann geschieht. Der Osten, muss ich sagen, hat diese Mentalität, das sind genau diese Mentalitätsunterschiede, die ich vorhin angesprochen habe, nicht. Im Osten hat man gesehen, und das ist bis heute noch so, dass die Gläubigen, aber auch im Klerus, es keine Notwendigkeit gab, wirklich Sachen genau zu definieren und zu erklären. Man glaubt einfach dran und sagt, wie das jetzt genau geschieht, diese Umwandlung, das wissen wir nicht. Das ist ein Mysterium und jedes Mysterium hat auch einen Teil, wo man es eben nicht weiß, wo man es nicht erklären kann. Wie ist das mit der Realpräsenz in den katholischen Kirchen? Ich frage das einfach für viele Zuschauer, weil das nicht jeder so weiß. In der katholischen Kirche ist Christus auch, wenn er im Sakrament zugegen ist, wirklich auch im Tabernakel dann gegenwärtig. Mhm. Das heißt, wenn die Gläubigen in die Kirche gehen, sie betreten nie ein leeres Gotteshaus, denn wenn im Tabernakel wohnt Christus, wohnt der Herr, ist Gott selber da. Mhm. Gibt es das in den orthodoxen Kirchen auch? Gut, wir kennen in der orthodoxen Kirche nicht so sehr die Anbetung, wie man das in der katholischen Kirche kennt, also dass es dann ausgestellt wird und dass es dann angebetet wird, dass diesen Gottesdienst oder diese Art des Gebetes kennen wir in der orthodoxen Kirche nicht. Jedoch, in jeder orthodoxen Kirche ist ein Tabernakel und im Tabernakel befindet sich also Leib und Blut Christi. Also, und, ist auch gegenwärtig, genau. Aber die Funktion ist eher bei uns aus pastoral-praktischer Art, nämlich wenn jemand zum Beispiel im Sterben liegt und man nicht eine ganze orthodoxe Liturgie dann, die 2-3 Stunden dauert, feiern kann und zum anderen sagen kann, ja warte jetzt erstmal 2-3 Stunden und dann komme ich, sondern wenn wirklich ein Notfall besteht, kann man dann aus dem Tabernakel eben den Leib und Blut Christi nehmen und dann schnell meistens zu dem Sterbenden gehen und ihm die Kommunion zu spenden. Das gibt es in der katholischen Kirche auch, dass man eben die Kommunion dann, die Krankenkommunion spendet und zu den Menschen hingeht. Genau. Was, Sie haben es eben angedeutet, also Mentalitäten haben gewissermaßen zum Bruch geführt. Wie lange herrschen denn diese Mentalitäten noch vor? Oder andersrum gefragt, was können Katholiken von orthodoxen Christen lernen und was können orthodoxe Christen von Katholiken lernen? In Deutschland hat man ja eher den Fokus auf die Ökumene von Protestanten und Katholiken. Die Orthodoxen sind nicht so im Blick drin, was normal ist, weil die Zahl der Orthodoxen in Deutschland
nicht so groß ist wie in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Griechenland. Ja, das ist tatsächlich so. Obwohl wir in Deutschland gerade eine steigende Kirche sind, also wir haben jedes Jahr immer mehr glaubende Christen, die eben auch hier in diesem Bereich der Erde anwesend sind. Aber Ihre Frage ging natürlich in eine andere Richtung. Gut, ich muss Ihnen sagen, das wurde ich schon ein paar Mal gefragt. Was kann der eine vom anderen lernen? Das ist eine schwierige Frage, nämlich... Also stelle ich Sie einen frischen Professor. Weil natürlich, das ist meine feste Überzeugung, gut, keine Kirche der anderen irgendwie sagen muss, darf, soll, was sie zu machen haben. Aber natürlich ist es so, dass in der orthodoxen Kirche die Spiritualität eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Das Mysterium, die Spiritualität, sich einfach in den Glauben hineinwerfen zu lassen und wirklich einfach mal, ich sage jetzt mal, die menschliche Logik nicht abzuschalten, aber etwas ruhen zu lassen und einfach die Erfahrung, die göttliche Erfahrung auf sich wirken lassen. Das ist in der göttlichen Liturgie, in der orthodoxen Kirche sehr, sehr stark präsent. Ich weiß, ansatzweise und auch von der Theorie her, ist es auch in der katholischen Kirche so, aber ich habe doch manchmal das Gefühl, die Art, wie man das Mysterium erfasst bzw. wahrnimmt, ist bei den Gläubigen im Osten noch sehr, sehr stärker mystisch. Sie wollen sagen, auch mit der Ehrfurcht sozusagen. Mit der Ehrfurcht und einfach mal nicht immer alles genau definieren und erklären zu wollen. Das ist vielleicht eine deutsche Krankheit, dass man alles erklären will und alles verstehen möchte. Und das ist dann das andere, dass wir eben auch in der orthodoxen Kirche, wie in der katholischen Kirche, dass da beide katholische Kirchen sind, also weltweit vertreten, in verschiedenen Kulturräumen, wir natürlich auch schon dadurch eine verschiedene Mentalität innerhalb unserer Kirchen haben. Das ist ja wirklich nochmal was ganz anderes, wenn man katholisch in Deutschland ist, in Polen, in Lateinamerika oder wo auch immer, in Afrika, hat natürlich jeder Katholik oder jeder Orthodoxe natürlich auch seine Kultur, die er mit sich trägt, und das prägt sich natürlich auch auf sein Glauben. Nochmal andersrum gefragt, was wünscht sich ein junger Theologe, Theologieprofessor, der jetzt an einer bedeutenden Universität orthodoxe Theologie lehrt, systematische Theologie. Haben Sie sowas wie eine Wunschvorstellung, wo Sie vielleicht bei Ihrer Emeritierung sein wollen, im Blick auf das Miteinander der Kirchen, die Ökumene der beiden großen, weltumspannenden Kirchen? Ja, es dauert ja noch ein paar Jahre bis dahin. Aber natürlich wünscht man sich als ein Dozierender der Theologie, dass das, was man doziert, immer lebendig bleibt. Dass es nicht ein Fach wird, dass rein ein archäologisches Fach wird, wo man sich mit irgendeiner Archäologie beschäftigt, obwohl ich die Kolleginnen und Kollegen von der Archäologie sehr schätze und die machen natürlich wunderbare Arbeit. Aber die Theologie ist im Gegensatz etwas sehr Lebendiges. So, Tradition ist etwas Lebendiges. Wir schöpfen aus der Tradition und leben in das heute hinein, und ich wünsche mir tatsächlich, dass der Glaube, der christliche Glauben für Europa vor allem, für Mitteleuropa vor allem, auch durch die Universitäten propagiert wird, im Sinne, dass das nicht etwas ist, was ja schöne Philosophie ist, sondern dass es was Lebendiges hat. Theologie heute was zu sagen hat, vor allem auch den jungen Menschen. Und wenn ich da auch nur ein Steinchen auf diesem Weg der Nahebringung der Theologie auch in der Gesellschaft setzen kann, wäre ich schon sehr dankbar. Wir haben eben das Wort im Blick auf die Liturgie, göttliche Liturgie, benutzt. In der orthodoxen Kirche spricht man von göttlicher Liturgie. Da muss ich natürlich fragen, wie sieht ein orthodoxer Christ, der keine Veränderung in dieser Weise erleben konnte, musste, durfte, wie die katholische Kirche oder die katholischen Christen, wo es keine Liturgiereform gab. Wie sehen Sie als Orthodoxer die
Diskussionen um Liturgie, sage ich mal. Benedikt der 16., mit dem wir angefangen haben, über den wir nochmal eine eigene Sendung machen. Benedikt der 16., dem war es ja sehr wichtig, dass zum Beispiel die Tradition der Liturgie ganz viele Jahrhunderte gefeiert wurde, so wie er sie versöhnen wollte mit der neuen Liturgie, dass es da eine Versöhnung gibt zwischen diesen beiden Formen. Ich würde gerne mal Sie animieren, den Blick von außen drauf zu werfen. Mhm. Liturgie, Liturgiereform, wandelbar, unwandelbar. Worauf kommt es an in der Liturgie? Mhm. Gut, ich sehe, dass es hier eventuell eine andere Sichtweise auf die Liturgie gibt. Einerseits die Diskussion, die ich wahrnehme, und ich habe schon gesagt, es ist eher eine Außenperspektive, deshalb verzeihen Sie mir eventuelle Denkfehler. Aber so wie man es wahrnimmt, wenigstens von außen, ist es immer eine Diskussion, wie kann der Gottesdienst den Menschen gefallen? Also wie ist der Gottesdienst anziehend? Was natürlich eine sehr logische, würde ich sagen, Frage ist. Mhm. Aber in der Orthodoxie, muss man sagen, ist der Fokus ja andersrum. Also man fragt sich, beziehungsweise so denkt man wenigstens, was gefällt Gott? Also ist der Fokus eher auf das Göttliche hingerichtet, wie wir vorhin gesagt haben. Und es gibt eine Mentalität bei den orthodoxen Gläubigen, also Sie haben es schon ein bisschen angedeutet, der Unveränderbarkeit der Liturgie. Also man verändert die Liturgie nicht, weil der feste Glauben eben ist, dass die Feier der Liturgie nicht nur ein Festival ist, also nicht nur ein Ereignis, sage ich jetzt mal, wo ich gerade teilnehme und das mir gefällt oder wie auch immer, aber es ist ein Hineintreten in eine andere Sphäre. Und deshalb gefällt sie mir. Also nicht, weil ich die Liturgie so mache, wie ich sie haben möchte, aber weil mir dort etwas offenbart wird und ich teilnehmen kann an etwas, was nicht selbstverständlich ist. In dem Sinne glaubt man, dass die Liturgie ein Nullpunkt in der Geschichte ist, wo sich Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in einem Punkt treffen und der feste Glauben eben, dass die gesamte katholische Kirche, also einerseits global, andererseits aber auch die gesamte Zeit umfassend, diese Liturgie mitfeiert. Also das heißt, ganz wichtig dann auch in der Eschatologie oder Anamnese, wie man sagt, man eben denkt und fest glaubt, dass in dieser Liturgie, in der ich gerade stehe, auch die mitfeiern, die schon längst verstorben sind. Also meine Großmütter und Väter und die davor. Und da können Sie sich vorstellen, ist die Symbolik, der Glaube, dass es diese eine gleiche Liturgie ist, die schon meine Vorväter und Mütter gefeiert haben. Und in der trete ich auch ein. Und in der werden auch meine Enkelkinder oder wer auch immer eintreten. In diesen einen Nullpunkt, in diese eine Liturgie, lässt natürlich vor allem von Seiten der Gläubigen, muss man auch ganz klar sagen, nicht viele Veränderungen zu, weil man genau das haben möchte, diese symbolische Kraft, die da drin steckt, eine Liturgie, die gefeiert wird in jeder Zeitepoche. Und ich bin nicht derjenige, der die Liturgie macht, sondern ich trete hinein in das Ereignis. Das heißt, der eigentliche Gedanke, der in der katholischen Kirche nicht ganz fremd ist, ich wandle vor Gott in der heiligen Liturgie, heilige Liturgie. Ich nehme das Angebot Gottes an, mit ihm sozusagen zu feiern, ihn anzubeten, ihn zu verherrlichen. Das könnte vielleicht wieder mehr in den Vordergrund kommen bei der einen oder anderen Diskussion. Und der Gedanke, dass eben die gerade sichtbare Kirche, die Institution, nicht die wirkliche alleinige Kirche ist, sondern diejenigen, die uns vorausgegangen sind, gehören auch zur Kirche dazu. Und die noch kommen werden. Ja. Und deshalb kann es sein, dass vielleicht auch da die orthodoxe, sag ich mal, Denkweise den einen oder anderen befruchten könnte, was Liturgie bedeutet. Und dass sie nicht etwas Menschengemachtes ist. Das geht ja bis hinein. Also wenn man zum Beispiel in die alte Liturgie, in die tradierte Liturgie geht, da gibt es ja viele, die sagen, auch der Gesang ist uns von den Engeln gegeben. Der gregorianische Gesang ist nicht etwas Menschengemachtes, sondern wir stimmen ein in den Chor der Engel. Mhm. Das ist einem orthodoxen Theologen nicht fremd. Ne? Nein, natürlich nicht. Also auch der Kirchengesang, also wir haben ja in der orthodoxen Kirche, vor allem in der griechisch-orthodoxen, aber auch in der arabisch-orthodoxen Welt, den byzantinischen Gesang,
der sich auch immer mehr jetzt in der serbischen und in der rumänischen Tradition durchsetzt, wieder, muss man sagen, hat man den byzantinischen Gesang, der also auch, wie ich es erwähnt habe, in der alten Liturgie im lateinischen Westen schon sehr, sehr alt ist, eben für westliche Orgeln sehr gewöhnungsbedürftig manchmal, aber eine sehr alte Tradition, die natürlich auch jemanden, wie ich sehr schön gesagt habe, also in den Himmel lenken soll, also ein Engelsgesang sein soll, der den Menschen emporheben soll. Ich sage an dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön an Professor Stefanos Athanasiou. Ich freue mich auf das nächste Gespräch. Wir wollen noch reden über Papst Benedikt den 16., wie er Sie persönlich geprägt hat, ganz konkret, und wie Sie ihm begegnet sind. Dazu lade ich Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch ein, dass Sie sich das anschauen in einem anderen Lohmann direkt. Danke fürs Zusehen, danke fürs Dabeisein, danke fürs Mitempfinden. Ich wünsche Ihnen und uns eine gesegnete Zeit. Ihr Martin Lohmann.